Wenn man in der Java-Edition mit einer Karte in den Nether geht, funktioniert diese nicht. Stattdessen bleibt der Spielerpunkt an der Stelle, wo man die Overworld verlassen hat. Auf der Bedrock-Edition ist das Ganze deutlich besser gelöst. Hier sieht man zwar auch immer noch die Overworld, dafür bewegt sich die aktuelle Location mit. Das Ganze kann extrem praktisch sein, um Portale zu verlinken oder wenn man sich mal wieder verlaufen hat.